Hallo ihr Lieben, wir machen heute bei den Rentieren weiter, schauen aber ganz kurz in die Tierliste rein, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen. Da hätten wir zum Beispiel alte Tiere und die würde ich gerne verkaufen, solange es noch geht. Und in diesem Fall habe ich schon wieder verpennt. Da bezahlen wir jetzt Geld für, das ist schade. Aber da war ja noch ein Tier, hier, noch eine Dammhirschdame. Die können wir jetzt verkaufen, ich würde aber sagen, wir lassen sie frei. Auch wenn es nur 9 Arterhaltungspunkte gibt, aber wir wollen ja noch ein paar zusammenkriegen. Dann gehen wir mal weiter durch die Liste. Da ist jetzt erstmal nichts Besonderes. So, und hier geht's los bei den Pillendrehern. Da haben wir Tiere, die haben keine Goldmedaille und Tiere, die sind älter. Da gehen wir einfach mal großzügig ran. Das Wohlbefinden ist sowieso verringert, das heißt die Gruppe wahrscheinlich zu groß oder aber das Futter nicht da. Wie dem auch sei, wir fangen mal so an. Da haben wir noch ein älteres. Und tschüss. Jetzt gucken wir nochmal, wie es mit der Laune bei den Pillendrehern aussieht. Und hier kriegen wir wahrscheinlich auch bald ein Problem. Passt mal auf, hier ist nämlich auch schon wieder so ein kleines bisschen schlechte Stimmung angesagt. Ich würde sagen, ihr seht, da fehlt ein ganz kleines bisschen von der Leiste, ne? Wir verkaufen einfach mal 2 Tiere. Mal gucken, was es gibt. Nee, kommt, das machen wir so nett. Ich will nämlich auch echt noch einen zweiten Eingang haben. Wir müssen jetzt einfach sehen, dass wir beides irgendwie auf die Reihe kriegen. Und da ist Kohle, besonders wenn es um so viel geht, auch relativ wichtig, ne? Zumal hier hat es auch schon einen ordentlichen Kohle-Drop gegeben, warum auch immer. Also, weiter Geld verdienen ist auch die Devise. Und dann gucken wir jetzt nochmal. Wo sind die Pillendreher? Hier unten. Ja, da können wir sogar noch ein paar abgeben. Nehmen wir gerade mal die beiden raus. Das ältere Tier. Diese hier. Und dann haben wir es doch. So. Und dann nochmal weiter in der Liste. Kegelrobben, ja, die könnten wir auch reduzieren, weil die kosten ja viel Geld beim Füttern. Aber das machen wir lieber in Ruhe, denn hier haben wir auch mit der ganzen Inzucht-Thematik ein bisschen was zu schaffen. Hier bei den Polarfüchsen ist es jetzt auch ein bisschen ungünstig, würde ich sagen. Warum sind die beiden denn nicht so zufrieden? Was sind die denn für ein Problem? Ja, Stress wahrscheinlich, okay. Ich würde sagen, da nehmen wir auch nochmal irgendwen raus. Hier, ne? Du bist mal weg. Oh, das sind echt viele. Das sind richtig viele. Dann nehmen wir nochmal hier was Silbernes. Ja, Jungtiere gehen noch nicht. Die machen wir in der nächsten Runde. Und dann hier was Älteres, ne? So, und da säckeln wir jetzt auch mal die Kohle ein. Dann lassen wir die Füchse jetzt mal Füchse sein. Kümmern uns hier tatsächlich nochmal schnell um die Flamingos, bevor ich wieder fürs Umsiedeln zahlen muss. So. Passt mal auf, ich nehme jetzt mal so ein paar Silberlinge hier raus. Auch wenn wir damit weder Kohle machen, noch Kohle sparen, aber ja. Die sollen sich nicht unbedingt sofort pflanzen. So, und dann haben wir noch die Wölfe. Da haben wir auch noch ein bisschen was. Hier, guck mal da. 11. Dann wird er verkauft. Dann wird er verkauft. Ja. So, und da müssen wir theoretisch auch nochmal nach der Zucht gucken. Aber das lassen wir heute einfach mal geschehen und gucken uns das beim nächsten Mal an. Jetzt haben wir noch ein paar Themen. Polarfuchs ist hungrig. Da muss mal irgendjemand kommen. Hier haben wir Probleme mit dem Wohlbefinden. Warum? Hier. Was ist denn da los? Quarantänephase überstanden. Was machst du denn in der Quarantäne? Das ist eine gute Frage. Ach so, ich weiß es wieder. Lass uns nicht drüber reden, ja? Okay, wir sind einfach mal wieder bei den Rentieren. Das ist jetzt sinnvoller, als wenn ich über Dinge sinniere. So, die sind hier unten, denen geht es da offensichtlich gut. Wir könnten jetzt erstmal gucken, ob wir noch ein paar dazu nehmen.
Na, guck mal, das wäre doch was hier. Ach, Moment, ein Weibchen. Ach, so ein Mist. Gut. Habe ich nicht aufgepasst, ne? Habe ich jetzt Männchen oder Weibchen gesagt? Jetzt bin ich ganz lost. Also, ein Männchen und 11 Weibchen. Das ist das, was geht. Dann heben wir ihn halt einfach auf und schicken sie ins Gehege. So, und jetzt habe ich gerade gesehen, dass wir im Tierhandel irgendwie noch Flamingos warten. Warum, ist mir nicht ganz klar. Du darfst auch einfach zurück in den Zoo. So. Also, liebe Rentiere, was wollt ihr denn noch haben? Was braucht ihr denn noch? Ist schön da unten, ne? Ist richtig toll. Also. Gelände, da sind sie ja sehr einfach, würde ich sagen, und anspruchslos. Ich würde hier gerne ein bisschen was mit Erde machen. Und dann auf jeden Fall ein bisschen Schnee drüber werfen. So, und wir fangen hier unten einfach mal mit wenig Erde. Ach nee, Erde kann viel, ne? Erde, nee, wir machen Fels, oder? Wir machen Fels als Basis. So. Ja, ja, nicht heulen, kommt ja gleich wieder weg. Ich meine natürlich nicht euch, sondern die Rentiere, ne? Nur damit das klar ist. Nicht falsch verstehen hier, was der Matze sagt. Okay, da haben wir viel Fels. So. Und da schneit es gleich ganz heftig. Hier unten natürlich weniger heftig. Oh, ja, natürlich, ne? Wir brauchen auf jeden Fall... Wo sind sie? Die sind doch wieder hier, ne? Da verstecken sie sich wieder. Klimaanlagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. 7 sogar. Und hier auch nochmal welche. Und jetzt lassen wir es erstmal schneien. Und dann gucken wir, wie die Dinger verteilt sind. So. Dann gehen wir hier mal mit ein bisschen dichterem Schnee vor. Und hier oben machen wir einfach komplette Mont. Vielleicht können wir noch ein bisschen Erde drüber kippen an so ein paar einzelnen Stellen. So hier im Bereich der Fenster vielleicht. So. Und jetzt müssen wir hier noch ein bisschen was mit dem Schnee veranstalten. Oder machen wir hier... Naja, Schnee in den Niederungen und oben auf dem Plateau. Keiner wäre jetzt auch ein bisschen unlogisch. Es gibt nochmal Schnee. Ja. So. Das ist jetzt natürlich ein bisschen dürftig. Okay. Und dann machen wir einfach noch ein bisschen Erde hier mal so drüber an ein paar Stellen. Damit es nicht so felsig ist. Das mögen die ja nicht so gerne, haben wir gerade gelernt. So. Und das funktioniert ja auch schon direkt mit den Klimageräten. Dann machen wir die noch ein bisschen hübscher, indem wir sie einfach verschwinden lassen. So. Dann müssen die nochmal runterkühlen. Aber dann wird das schon mal besser. Und du noch? Stromkosten müssen wir natürlich gerade mal gucken, ob wir die an der Backe haben oder ob der Strom regenerativ ist. Oh, da müssen wir einmal angreifen. Eingreifen, nicht angreifen. Aber das war jetzt wahrscheinlich schon zu spät. Ja, hat noch geklappt. So. Wo sind wir? Da hinten. Ja, jetzt kommen sie raus. Das gefällt ihnen viel besser, ne? Und jetzt schneit es natürlich nicht im Tunnel. Das ist ja mal ganz klar. Im Tunnel ist hier wirklich die Gutwetterzone.
Und auf jeden Fall ist im Tunnel auch Erde der Boden. Aber damit es realistisch ist, müssen wir hier in den Eingangsbereich doch so ein bisschen Schnee machen. So. Und hier machen wir mit der Erde weiter. Tierarzt, der kommt doch. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Das läuft ganz von alleine. Das passt mit dem Schnee. Ich guck lieber. Ich habe da kein gutes Gefühl. Ah, wie ist es denn? Wo ist denn die Gesundheit? Ja, wir warten einfach mal, ne? Zur Not müssen wir unsere Ärzte auch noch mal vermehren. Züchten, sozusagen. Okay. Also jetzt habe ich ganz vergessen, auf die Stromkosten hier zu achten. Aber wenn es mich nicht täuscht, haben wir hier nur regenerative Energie. Strom. Wo sind denn meine Stromquellen? So, das ist jetzt alles andere als regenerativ hier. Das kostet dann doch Geld. Aber hier, das ist regenerativ. Das heißt, nur die hier sind tatsächlich mit Kosten verbunden. Ach, auch nicht. Auch gut. Nee, keine Stromkosten. Das verstehe ich nicht. Ich hätte da jetzt anders gewettet. Aber macht mich ja ganz glücklich, wenn ich die Dinger bauen kann, ohne dass ich dafür zahlen muss. Also, ja. Jetzt müssten wir eigentlich noch diesen Berg hier ein bisschen beschneien. Und das geht auch schon mal relativ gut. Es müsste halt irgendwo tatsächlich noch irgendwie ein Windrad oder sowas hin. Ja, dann ziehen wir es doch mal durch, oder? Also. Hat zwar jetzt nicht direkt Nutzen für die Tiere hier, aber ist, glaube ich, relativ wichtig für die Gesamtoptik hier. So. Und wie gesagt, wir machen jetzt mal nur den Bereich, den wir hier wirklich dringend brauchen. Ansonsten sind wir natürlich schnell wieder in der Kostenfalle drin. So. Und dann machen wir aber auch gleich im Gehege weiter. Da könnt eins hin. Da. Dann müssen wir gucken, wie es mit dem Strom ist, ne? Da. Jetzt passen wir mal ein bisschen auf, ob wir das nächste setzen. Hier. Jetzt geht sofort wieder die Heatmap an. Beziehungsweise in diesem Fall natürlich die Coldmap. Da kommt eins hin. Da. Flamingos meinen es wieder ernst. Die wollen sich wieder vermehren. Das ist schön. So, jetzt wird tatsächlich der Strom das Thema werden. Aber der Berg sieht zumindest schon mal ein bisschen realer aus, ne? So, da kriegen wir keinen Schnee mehr hin. Ja, an den Hang kriegen wir noch ein bisschen. Hier müssen wir mal tatsächlich ein bisschen schöner machen, das Ganze, ne? Und da fehlt der Strom. Kriegen wir aber. Bin ich mir ganz sicher, dass wir das irgendwie schaffen.
könnten ja eigentlich hier oben so eine Art Wetterstation hinbauen, oder? Das hätte doch auch was vom Sinn. Aber jetzt müssen wir irgendwie das Ganze wieder angeschlossen bekommen. Das ist jetzt das nächste Problem. Da müssen wir nämlich da unten dran. Und das wird spannend. Machen wir nochmal weg. Drehen das nochmal ein bisschen. So. Ja, das ist echt ein bisschen viel Weg hier an der Stelle, oder? Nee, wisst ihr was? Das macht hier oben keinen Sinn. Wir ziehen das Ding doch eher irgendwo da unten hin, ne? Da haben wir jetzt so ein Wegwirrwarr, um Gottes Willen. Was ein Wort. Aber wir gehen eher nach hier oben. Ja, da können wir nämlich, da können wir doch direkt dran. Ja, das ist doch perfekt, oder? Können wir abflachen vielleicht? Ruhe. Ja. Das macht sich doch dann sogar ganz gut hier. So. Ja, das macht doch auch optisch jetzt Sinn. Das können wir machen, das geht so. Hier stellen wir noch das Wartungsintervall ein. Das haben wir hier. So, und schwupps ist der ganze Berg in Schnee gehüllt. Vielleicht könnten wir hier so ein bisschen den Hang ein bisschen flacher machen. Dann können wir da noch mal ein bisschen Schnee drauf werfen. So, und jetzt haben wir 17 Minuten rum und noch immer nichts für die Rentiere an sich gemacht, ne? Oh, da fällt mir was ein, was viel wichtiger ist. Passt auf, ihr kennt das ja. Ihr wisst, was jetzt kommt. Jawohl, ihr habt's erraten. Spendendosen, aber ja, super. Da passt eine hin. Da passt eine hin. Und hier passt keine hin. Das ist jetzt schade. Dann geht die erste halt hier. Das ist mir ein bisschen zu viel. Wir müssen es nicht übertreiben. So, dann nehmen wir doch gerade mal... Nee, Tiere machen wir jetzt heute nicht. Jetzt machen wir den ganzen Kram, der sonst immer so ein bisschen ansteht und nervt. Also machen wir gerade mal das hier. Strom haben wir ja. Rentiere. Und wir machen es hier gerade nochmal. So, und da die Dinger ja nur da stehen sollen, wo tatsächlich auch Tiere gesehen werden können, reichen hier tatsächlich mal 6 Stück aus. Jetzt haben wir natürlich hier noch was vergessen. Ganz wichtig und ganz dringend natürlich auch hier die Spendenbüchsen, die hier auch wieder nicht so doll passen. Dann lassen wir es auch da bei 2. Und hier wird wahrscheinlich gar keine gehen. Gut, das ist natürlich ärgerlich hier. Geht hier nirgendwo eine hin? Das ist ja erbärmlich. Naja gut, dann gibt es hier halt tatsächlich eine Runde freies Zuschauen. Ohne Verpflichtungen. Und dann machen wir noch 2 Tiergesprächspunkte hin. Die sind ja doch immer ganz gut. Einer passt direkt mal hier vor die Büchse. Ausbilder weisen wir gleich zu. Ah, vielleicht geht hier einer hin. Warum sollte er? Keine Ahnung. Es gibt keinen Grund dafür. Da passt einer hin.
Da machen wir die Rentiere drauf. Und dann gehen wir mal ins Bildungsmenü. Wo sind wir? Da sind wir. Zu den Gesprächen. So, das sind die beiden. Jetzt geht's echt los. Wir sollten sie tatsächlich mal irgendwie mal durchnummerieren oder durch anders umbenennen, ne? Das macht mich langsam hier fertig mit der Liste. Luchse. Oder passt mal auf, können wir es hier nachsortieren? Können wir. Dann brauchen wir das nicht. Jo, dann brauchen wir das nicht. Dann machen wir das doch jetzt mal insgesamt anders. Wir machen hier Januar und Juni bei dem Gehege. Jetzt haben wir zweimal Dachse. Dann nehmen wir Februar und Juli. Dreimal Dammhirsch. Dann nehmen wir März. August. Und dann nehmen wir den Dezember. Wir müssen es nur ein bisschen gleich verteilen. Bei den Eisbären nehmen wir dann einfach den April. Bei den Elchen den Mai. So, wo sind wir jetzt? Flamingos. Dann nehmen wir einfach nochmal den Januar und jetzt aber auch den September. Hier nehmen wir Februar und Oktober. Kegelrobben kriegen dann den November. Luchse bekommen einmal den Dezember. Polarfuchs geht dann jetzt mal gucken. Den März haben wir erst einmal. Dann nehmen wir den März und hier bei den Wölfen haben wir den April drin, das passt auch. Okay. Gut, dann müssen wir noch einmal an die Arbeitsbereiche. Das ist der, der Tiergespräch heißt. Da muss jetzt das hier rein. Und das hier. Und dann haben wir mit Garantie wieder zu wenige Ausbilder. Hier mit der Kohle, das wird heute schon wieder nichts mehr, ne? Ich gebe einfach zu viel Geld aus. Es ist einfach so. So, nochmal ein. Und du kriegst einen neuen Arbeitsbereich. Kriegst ein bisschen weniger Kohle. Und dann wird das schon. Okay. Da kommt schon mal Geld rein. Hier. Ja, ne? Ist schon gut, da kommt trotzdem immer so ein bisschen was rein, ne? Aber ich würde sagen, wir senken hier einfach mal die Hemmschwelle, weil das rettet hier auch niemanden. Die sollen Geld holen, die sollen Geld ausgeben, das ist viel wichtiger als alles andere, ne? Und jetzt gucken wir hier. Vivarium. Bei dem Pillendreher geht's wieder ab. Und bei den Schildkröten auch. Passt mal auf. Dann nehmen wir hier ein bisschen was raus. Ja, ja. Was wird's? 25? Hm. Nee, es ist einfach tatsächlich hier bei den Vivarientieren besser in Geld angelegt, ne? Ja, eindeutig. So, dann schnell zu den Pillendrehern, sonst kommen gleich die Aktivisten. Ach, nicht nur da. Guckt mal hier, Salamander, die bringen auch immer ganz gut Kohle. So. Das passt und jetzt gehen wir hier wieder rein. Da kommen immer ganz schön viele nicht so attraktive Tiere beim Züchten rum, ne? Ja. So. Jawohl. Und tschüss.
Hier haben wir immer noch Meldungen. Dann gucken wir noch mal rein. Ja, es war klar, ne? Das kann jetzt aber auch nicht mehr sein. Gut, das Problem ist nicht die Gruppengröße, es ist tatsächlich hier das Vivarium. Jetzt habe ich einmal Tabula Rasa gemacht, ist aber auch nicht schlimm. Okay. Waren wir jetzt ein bisschen voreilig. Aber was soll's. Dass ich die Leute jetzt hier nicht abzocken kann, das stört mich ziemlich. Aber vielleicht könnten wir tatsächlich nochmal ein Geldautomat aufbauen. Nämlich immer da, wo man Geld brauchen kann. Oh, da steht einer. Das ist gut. Wie ist es hier? Wie ist hier die Kohleversorgung? Hier sehe ich keinen. Dann machen wir doch mal da, wo die Kohle investiert werden soll, eine Geldautomaten hin. Ach, einfach hier in die Ecke, ne? So, da haben wir jetzt wahrscheinlich den Punkt verpasst. Yo. Nee, das Alpha-Weibchen nicht. Moment, wer ist jetzt hier der Miesere von euch beiden? Wir nehmen das Alpha-Männchen raus. Ins Handelszentrum. So, den Punkt haben wir jetzt verpasst. Ist halt so. Man kann sich auch nicht querteilen. Und jetzt gucken wir nochmal, was wir hier noch offen haben. Rückzugsort haben wir wahrscheinlich aus Versehen durch diesen Tunnel hier mit erledigt. Da ist jetzt die Frage, ob wir trotzdem noch was bauen sollen. Das könnt ihr ja gerne mal sagen. Dann denke ich mir da wieder irgendwas Schönes aus. Bepflanzung sind wir komplett frei. Da können wir noch alles machen. Hier, Spielzeugbeschäftigung, die machen wir jetzt noch schnell. So. Da haben wir die Rentiere und da gibt es eine Reibesäule für oben. Denn die flacht ja wieder den Boden ab. Und das ist schon mal gar nicht schlecht. Das reicht schon fast. Machen wir hier noch ein bisschen was hin. Das war wieder so klar, ne? Es ist so undankbar mit diesen Hängen. Machen wir hier. Und dann kommt der Kegel ein Stückchen hier rüber. Dann korrigieren wir, dass man wieder so gut ist, irgendwie geht. Ja, nun, ne? Mehr ist halt nicht. Und unten kommt auch noch irgendwas hin. So ein Kratzbaum oder so, hä? Eine Tamarinde. Das ist natürlich auch grenzwertig hier. Guck mal. Das sieht nichts aus. Kratzbaum passt ja eigentlich in Form eines Baums tatsächlich von der Optik gar nicht so rein, ne? So, das machen wir jetzt einfach so und kaschieren das nächstes Mal noch ein bisschen, oder? Ich muss einfach mit diesen Stufen hier leben. Die Frage ist jetzt, ob tatsächlich ein Tier da dran kommt. Da müssen wir hin. Würde gehen. Hier müssen wir nochmal die Barriere ein bisschen höher ziehen jetzt. So. Alright, Leute. Jetzt haben wir uns doch ein bisschen mehr um die Gesamtoptik hier gekümmert, als tatsächlich um die Tiere. Aber das Nötigste haben sie bekommen. Beim nächsten Mal machen wir das Gehege ein bisschen hübscher, gucken mal, wie wir das insgesamt mit dem mit dem Gehege noch ein bisschen anders gestalten. Jetzt machen wir für heute erstmal Schluss. Checken noch einmal, ob das hier läuft. Naja, dürftig, aber vielleicht könnten wir auch tatsächlich mal den Laden hier
hier hinten hinziehen. Dann hätten wir einen Grund mehr für die Leute noch hier hinten herzulaufen. Und dann auch mal zu staunen. Jetzt geht das hier wieder nicht. Passt das Ding noch hier rein in die Ecke? Das liegt an der Höhe, ne? Ach. Irgendeine Chance, dass wir das noch hinbekommen? Ja. Würde das hier noch gehen? Nee, ne? Probieren wir es nochmal. Aber es gefällt mir nicht. Vielleicht dann doch eher hinten hin. Ja, das ist alles viel zu schräg hier. Wir machen es jetzt einfach so. Und bauen diesem Laden das nächste Mal noch irgendwie so eine schöne kleine Bühne. Jetzt hoffe ich, dass die Leute auch darüber laufen. Das werden wir dann sehen. Verkäufer müsste irgendwann kommen. Und wir machen jetzt Schluss für heute und überlegen das nächste Mal, wie wir die Kohle hier mal auf die 150.000 bekommen. Denn die Leute haben ja tatsächlich hier, wie wir das schon des Öfteren gesehen haben, nicht so eine gute Laune, weil sie so weit laufen müssen. Und wenn wir uns tatsächlich hinten den Eingang kaufen könnten, hier, ne? Da haben wir es. Also hier hinten einen Eingang, dann können sie dort nach Hause gehen und müssen nicht wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Deswegen ist er eigentlich ziemlich wichtig, aber die Kohle will nicht so recht bei. Vielleicht nächstes Mal, wir werden es sehen. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Zuschauen und bis morgen, euer Matze.